Letztes Jahr habe ich euch in einem Video gezeigt, welche innovativen Projekte uns bald erwarten oder besser gesagt erwarten könnten. Und was habe ich davon? Ich warte immer noch auf das Kleid. Besonders gespannt war ich auf das Projekt Stardust, mit dem man Objekte voneinander trennen und sie mit einem Klick löschen kann. Und wo ist das? Oder das Projekt DabDabDab, denn ich möchte gerne, dass meine Videos in anderen Sprachen übersetzt werden. Ehrlich gesagt, mittlerweile glaube ich, dass YouTube schneller diese Funktion einbauen wird als Adobe. Und wo ist das Projekt Sisru, das endlich die Probleme mit Spiegeln lösen sollte? Oder der Upscale, auf den ich so sehr gewartet habe? Kein einziges dieser Projekte wurde bisher umgesetzt. Und jetzt präsentiert Adobe auf einer neuen Konferenz noch mehr solche Ideen. Na gut, dann schauen wir mal und lassen uns überraschen. Heute schauen wir uns also neue spannende Projekte an, bei denen es aber ungewiss ist, ob Adobe sie jemals veröffentlichen wird. Los geht es! Das erste Projekt, über das ich sprechen möchte, heißt Scenic. Die KI hat jetzt auch die Welt der 3D-Szene erobert. Das bedeutet, dass ihr mit einfachen Texteingaben komplett 3D-Szenen erstellen könnt. Gebt einfach euren Wunsch ein, wie zum Beispiel gemütlicher Campingplatz. Und ihr erhaltet eine fertige Szene mit Zelt, Lagerfeuer und Bäumen. Noch cooler ist, dass ihr die Szene nach der Generierung bearbeiten könnt. Ihr könnt also die Position der Kamera anpassen und sogar neue Elemente hinzufügen, wie weitere Zelte, mehr Bäume oder andere Details, die euch in den Sinn kommen. Das wirklich Spannende ist, dass ihr nach dem generierenden Prompt noch ändern könnt, um die Szene weiter anzupassen. Wenn ihr also statt eines Waldes lieber ein Bergpanorama wollt, ändert ihr einfach den Text und Adobe Scenic setzt das um. Ich sehe schon, wie ich dieses Tool einsetzen könnte und hoffe, dass Adobe uns dieses Projekt 2025 wirklich zur Verfügung stellt. Das nächste Projekt, das ich euch unbedingt vorstellen möchte, heißt Trontable. Hiermit könnt ihr 2D-Illustrationen so drehen, als wären sie 3D-Objekte. Stellt euch vor, ihr habt eine Szene mit einem Krieger und einem Drachen. Und dann merkt ihr, dass der Krieger in die falsche Richtung schaut. Normalerweise müsste man das gesamte Bild neu gezeichnet werden, was natürlich viel Zeit und Nerven kostet. Mit Trontable könnt ihr die Figur einfach auswählen und sie mit einem Schieberegler in die gewünschte Richtung drehen. Es funktioniert sogar, wenn ihr die Perspektive ändern wollt, sowohl horizontal als auch vertikal. So könnt ihr zum Beispiel den Krieger und den Drachen aus einem höheren Blickwinkel darstellen und die Grafik bleibt also als Vektorgrafik erhalten. Und das ist noch nicht alles. Wenn ihr Details wie Fledermäuse oder ähnliche Elemente habt, könnt ihr eine Fledermaus bearbeiten und Turntable übernimmt die Änderung automatisch für alle anderen. Ich arbeite zwar nicht mit Illustrator, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Tool eine enorme Zeitersparnis bringt. Dann hätten wir Know-How, ein Projekt, das darauf abzielt, mehr Transparenz darüber zu schaffen, wer digitalen Content erstellt hat und wie er bearbeitet wurde. Es arbeitet mit sogenannten Content Credentials, unsichtbaren Wasserzeichen, die direkt im Bild oder Video eingebettet sind und Informationen zur Herkunft und Bearbeitung bereitstellen. Stellt euch vor, ihr scrollt durch Social Media, seht ein beeindruckendes Bild und wollt wissen, wer der Künstler ist. Ein Klick auf das Siapin-Symbol reicht und alle Informationen erscheinen. Ihr seht sofort, wo das Bild erstellt wurde und wer daran gearbeitet hat. Außerdem werdet ihr auf eine Seite weitergeleitet, die mehr Details bietet, zum Beispiel, dass das Bild in Adobe Illustrator von einem bestimmten Künstler erstellt wurde. Das funktioniert nicht nur mit digitalen Inhalten. Adobe hat auch eine Chrome-Erweiterung entwickelt,
die diese Content Credentials auf Webseiten anzeigt. Mit dieser Technologie könnt ihr also auch physische Objekte identifizieren, die mit digitalen Wasserzeichen versehen sind. Scannt zum Beispiel ein Poster oder eine verzerrte Tasse und Know-how liefert die Informationen. Diese Technologie konnte Künstlerrechte schützen. Besonders interessant ist, dass sie auch zur Identifizierung von Deepfakes beitragen kann, indem sie die Herkunft von Videos sicherstellt. Ich finde dieses Projekt enorm wichtig, vor allem in unserer Zeit, wo Fake News und gefährliche Bilder so präsent sind. HiFi ist ein geniales Plugin für Photoshop, mit dem aus einfachen Skizzen oder Mockups im Handumdrehen hochwertige, detaillierte Visualisierungen entstehen. Das ist perfekt, wenn ihr Ideen schnell testen wollt und dem Kunden sofort die fertige Visualisierung zeigen möchtet. Nehmen wir an, ihr plant einen Raum mit einem großen Fenster, das auf das Meer blickt. Einfach den Prompt leeres pinkes Wohnzimmer mit großen Fenstern eingeben und Adobe HiFi erstellt eine wunderschöne Szene mit Meerblick. Das Tool nutzt die Firefly-Technologie, um die Komposition zu generieren. Ihr könnt danach die Fenstergröße und andere Details direkt über Photoshop-Ebenen anpassen und die Änderungen werden sofort sichtbar. Falls ihr noch weitere Details hinzufügen wollt, wie zum Beispiel Pflanzen oder Möbel, könnt ihr grobe Skizze zeichnen, die HiFi dann in realistische Objekte verwandelt und harmonisch in den Raum integriert. Für mich wäre dieser Tool ein echter Gewinn und ich würde mir also eine ähnliche Funktion auch für DaVinci Resolve wünschen. Ein weiteres spannendes Projekt heißt Clean Machine. Dieses Tool erkennt störende Lichtblitze und andere unerwünschte Lichtquellen in Videos und entfernt sie automatisch mit nur einem Klick. Das Beste daran? Es rekonstruiert sogar die Details in den überbelichteten Bereichen, so dass ihr eine saubere und gleichmäßige Aufnahme erhaltet. Doch Clean Machine kann noch mehr. Es entfernt nicht nur Lichtblitze, sondern auch unerwünschte Objekte. Wenn zum Beispiel jemand durch das Bild läuft und die Aufnahme stört, erkennt Clean Machine die betroffenen Frames und mit einem Klick ist die Person verschwunden. Das Tool füllt die leeren Bereiche auf Basis der restlichen Frames, sodass ihr ein sauberes Ergebnis erhaltet. Das nächste Projekt heißt Perfect Blend. Falls ihr jemals Composing gemacht habt, wisst ihr, wie mühsam es sein kann, Bilder aus verschiedenen Quellen farblich und kontrastmäßig aufeinander abzustimmen. Das ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch nervig. Vieles davon könnte mit diesem Projekt endlich einfacher werden. Präsentiert wurde Perfect Blend von Ming-Wai Rain, wenn ich richtig ausspreche, tut mir leid. Und sie begann mit ihrer Vorstellung auf eine ungewöhnliche Weise. Sie begann mit einer traurigen Nachricht, um den Effekt der Funktion noch stärker zu betonen. So I planned out this cozy winter scene for me and my boyfriend to take a holiday photo together. There's just one tiny little problem. He lives on the other side of the world right now. So it's just impossible for us to take a photo together. Stellt euch vor, wir haben ein Foto mit einem Hintergrund und dann wird ein Bild von ihrem Freund darauf platziert. Dann drückt sie auf einen Button und Trommelwirbel, das Ergebnis ist perfekt. Perfect Blend passt Belichtung, Farben und sogar Schatten automatisch an, sodass das Foto von ihrem Freund und der Hintergrund nahtlos miteinander verschmelzen. Das geht so schnell. Kein mühsames Korrigieren von Lichteffekten. Einfach mit einem Klick alles harmonisch abstimmen. Mit Perfect Blend könnt ihr also ganz verschiedene Fotos, die unter unterschiedlichen Bedingungen aufgenommen wurden, zusammenfügen, sodass sie nahtlos ineinander übergehen und perfekt harmonieren. Ich bin wirklich gespannt, wie gut dieses Tool in der Praxis funktioniert und freue mich darauf, es auszuprobieren. Supersonic ist ein KI-basierter
Soundgenerator, der durch Texteingaben gesteuert wird. Stellt euch vor, ihr habt ein Video von einem Wald, aber keinen Sound dazu. Normalerweise müsste man die passenden Geräusche zusammensuchen, herunterladen und manuell einfügen. Mit Supersonic tippt ihr einfach Waldgeräusche ein, klickt auf Generieren und das Tool erzeugt in Sekundenschnelle die perfekte Soundkulisse, die sofort in der Timeline platziert wird. Let's have a listen. Aber Supersonic kann noch mehr. Nehmen wir an, ihr habt eine Szene mit einem Raumschiff, das im Wald von einem Wasserfall landet. Klickt auf das Raumschiff und das Tool schlägt automatisch Soundprompts vor. Ein Klick auf Generieren und ihr erhaltet mehrere Varianten des Raumschiff-Sounds. All right, here we go. Sweet. Ich würde dieses Tool sofort nutzen, anstatt jedes Mal den passenden Sound im Internet suchen zu müssen. Das nächste Projekt heißt Remix A Lot. Stellt euch vor, ihr habt ein Layout erstellt und dann erfahrt ihr, dass der Kunde es in zwei weiteren Formaten benötigt. Mit einem Klick passt das Tool das Layout an die neuen Anforderungen an und wir sparen ganz viel Zeit. Und zu guter Letzt haben wir InMotion, ein Tool, das einfache Vektorgrafiken animiert. Statt lange mit Keyframes zu arbeiten, beschreibt ihr einfach das gewünschte Bewegungsmuster und das Tool setzt die Animation um. Für Designer, die schnell eine einfache Animation brauchen, ist das wirklich genial. Das war's für heute, Leute. Es kommen sicher noch viele spannende Dinge auf uns zu und ich hoffe, wir können all das bald selbst testen, ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Momentan nehme ich mir eine kreative Auszeit, um euch frische Inhalte zu bringen, nicht nur zu Adobe oder Photoshop. Ich freue mich darauf, euch auch mit Themen rund um Fotografie und Video zu inspirieren. Falls ihr neugierig seid, welche Projekte Adobe letztes Jahr vorgestellt hat, schaut euch gerne mein Video dazu an. Und bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.